Freunde mischt mir extrem viel Salvia unter. Von Anonym. An irgendeinem Tag habe ich mich mit zwei Kollegen getroffen, nennen wir sie Jörg und Jan. Wir haben im Freien einen gebufft und uns unterhalten. Auf einmal rief der Udo aus der 6 Monate Panikattacken-Story bei Jörg an und ich hörte, wie er sowas sagte wie: Ich komme an alles Mögliche ran, lass uns mal zu viert ein paar Pilze probieren. Ich war dicht und dachte mir nichts dabei. Das war noch vor meinem ersten Magic Mushrooms Trip. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nur mit Cannabis, Alkohol und Nikotin Bekanntschaften. Ein anderes Mal unterhielt ich mich mit Udo über den Placebo-Effekt. Er erzählte mir, dass er einem Freund Orangensaft gab, ihm sagte, es sei Schnaps und er dann total Placebo besoffen war. An einem späteren Wochenende waren Udo, Jörg und Jan bei mir zu Besuch und wir kamen auf die wunderbare Idee, Eimer zu rauchen, ohne dass wir einen Eimer besaßen. Wir machten uns eine provisorische Waterfall-Bong aus einer Wasserflasche. Wir stachen an der Seite ein Loch rein und befüllten die Flasche mit Wasser, während wir das Loch zuhielten. Nachdem ein Großteil trotzdem rauslief und mein Boden klitschnass war, steckten wir ein Rohr in das Loch. Wir packten Gras auf den Kopf, zündeten es an und ließen das Wasser am Waschbecken rauslaufen. Als die Flasche voller Rauch war, nahmen wir alle einen Zug. Auf einmal holte Udo einen kleinen Baggy raus und sagte: Ey, ich hab da was für dich, ist eine spezielle Kuschsorte. Ich erinnerte mich an das Placebo-Gespräch und sagte nur: Digga, verarsch mich nicht, das ist Oregano, Mann. Nein, das ist wirklich eine spezielle Kuschsorte, glaub mir. Nach langem Hin und Her entschied ich mich, es zu probieren. Er packte den ganzen Baggy-Inhalt, welcher wahrscheinlich für uns alle gleich zweimal gereicht hätte, auf die Alufolie und zündete ihn an. Während ich den Flascheninhalt inhalierte, sagte er noch: Du musst es so lange drin halten, wie es geht. Nach 5 Sekunden musste ich husten. Und jetzt leg dich hin und mach die Augen zu. Dann war alles schwarz für einen Moment und ich weiß nicht, was danach passierte. Meine Kollegen erzählten mir dann hinterher noch, dass ich, bevor ich aufgestanden bin, ca. 1-2 Minuten nur da lag und nichts von mir gegeben habe. Udo haute auf mein Bein und ich rief: Aua! Ich kam dann irgendwann zu mir und machte die Augen auf. Meine Kollegen sahen alle aus wie Lego-Männchen, die auf einem Lego-Brett klebten. Ich schaute meine Hände an und sah nur, wie 2 Lego-Hände die Wand raufkamen. Ich schaute zur Seite, was nur bewirkte, dass alle Lego-Steine ein Stück nach rechts rückten. Wenn ich meine Hände in meine Richtung bewegte, wurden die Lego-Türme lediglich höher. Alles war 2D. Außerdem fühlte es sich so an, als wäre hinter mir gar nichts, was mir das Gefühl verlieh, in ein unendlich tiefes Loch zu stürzen, welches meine Couch war. Ich stand auf und wurde panisch. Sofort hinsetzen, sagte Udo. Alles gut, sagte ich hysterisch. Dann redeten alle auf mich ein. Was habt ihr mir gegeben? Fragte ich. Setz dich wieder hin, dann wird es wieder besser, sagte Udo. Ich will nur kurz in den Flur, sagte ich. Das war kein Kusch, das war Salvia, nuschelte ich. High five, antwortete Udo und grinste dabei. Ich wollte immer noch in den Flur und man redete immer noch auf mich ein. Ich wurde für einen kurzen Moment ruhig und sagte dann: Leute, Regel Nummer 1 beim Salvia-Trip, Klappe halten. Dann waren alle ruhig. Ich ging in den Flur und bekam einen Lachanfall. Die Wirkung hörte aber auch sehr schnell wieder auf. Keine Ahnung, wie potent das ist, aber laut Aussage meiner Kollegen waren das 0,5 Gramm vom 40er-Extrakt. Er wollte mir eigentlich das 5er geben, hat es jedoch verwechselt. Zum Schluss gingen wir alle nach draußen und rauchten Salvia und Gras. Nur ich enthielt mich, da mir der eine Trip schon mehr als genug war. Mein Fazit? Salvia wird zwar als ein Psychedelikum bezeichnet, aber ich sehe da nichts Psychedelisches. Ich habe aus dieser Erfahrung rein gar nichts Wertvolles mitnehmen können. Auf Substanzen wie LSD oder Psilocybin kriegen manche Menschen so eine Art Erleuchtung, doch bei Salvia fühlt es sich eher so an, als würde es einem nur den Kopf verdrehen. Mein persönlicher Senf. Ja, finde ich nicht cool, wenn jemand, keine Ahnung, einem anderen was untermischt, wenn jemand einem was gibt, was nicht das ist, was er gesagt hat, finde ich sogar schon ganz schön verantwortungslos, also ja. Deswegen habe ich das Freunde am Anfang auch so betont. Meiner Meinung nach geben Freunde einem nicht irgendwas, wo sie einen dann anlügen, was es ist, oder mischen einem irgendwelche Drogen unter. Weil ganz im Ernst, da kann man auch mal eine gute Panikattacke kriegen, wenn man plötzlich einen Effekt hat, mit dem man gar nicht gerechnet hat und die Leute einen quasi dann auch noch so, naja, ich sag mal, verschwörerisch angrinsen. Ich weiß es nicht, also da ist ein Bad Trip schon fast vorprogrammiert. Und gut, dass du da jetzt nicht so krass drauf reagiert hast, weil wenn das wirklich 40er-Extrakt war, 0,5 Gramm, Alter, da gibt's Leute, die sind da monatelang danach geschädigt, wirklich. Habe ich schon öfter gelesen, wo Berichte da sind, Leute teilweise nach 2-3 Monaten nach einem Salvia-Trip immer noch nicht wieder normal und denken sich immer noch, ey Alter, krass, was war das denn so nach dem Motto? Und müssen sich wirklich erstmal wieder an ihr normales Leben gewöhnen.
und kriegen auch üble Existenzängste und sonst irgendwas. Ja, da fehlen mir echt die Worte. Finde ich nicht cool. Leute, das ist sogar tatsächlich gefährliche Körperverletzung, wenn dann irgendwas passiert. Wenn ihr jemandem quasi was gebt, wo die Person nicht weiß, was es ist, und dann passiert irgendwas. Also da könnt ihr wirklich für einen Knast gehen, wirklich. Also, und wenn, nehmen wir mal an, der würde jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf die Straße rennen und überfahren werden, dann könntet ihr sogar für Totschlag verurteilt, oder, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ihr könntet auf jeden Fall dafür belangt werden, wenn quasi rauskommt, dass ihr dem irgendwelche Drogen untergemischt habt, quasi gegen seinen Willen. Deswegen, Leute, damit ist nicht zu spaßen. Ja, aber generell fand ich trotzdem einen einigermaßen guten Bericht, so. Ich habe zwar jetzt nicht genau rauslesen können, was da jetzt wirklich passiert ist oder was dein Trip jetzt wirklich war, aber fand ich trotzdem gut den Bericht, also, ja, immer wieder gerne. Ja, falls ihr einen Bericht für mich habt, könnt ihr mir den natürlich auch gerne schicken. Und zwar zu meiner E-Mail-Adresse tripberichte@tripberichte.de. Ihr könnt auch gerne dem Discord-Server beitreten, wenn ihr mal mit mir persönlich reden wollt. Der Link ist in der Videobeschreibung oder beziehungsweise auch auf der Infoseite von meinem Kanal. Wir sind so 250 Leute und da bin ich jeden Sonntag von 16 bis 17 Uhr einfach im Talk zum Schnacken, also im Sprachchannel sozusagen. Ja, also falls ihr Bock habt, jeden Sonntag bin ich da. So, dann wünsche ich euch allen erstmal noch eine wunderschöne Zeit, einen tollen Tag, bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.